Ich würde sagen, wir hören dann mal hier auf. Ich denke, dass in die Richtung kommt es auch erstmal. Da ist schon wieder Stein. So, setzen wir hier auch mal eine Fackel dran. So, machen wir erstmal den ganzen Dreck weg. Haben wir auch direkt wieder ein bisschen Kohle, das ist ja äußerst praktisch. Ups, da wollte ich gar nicht. Immer dieses im Eif. Autsch! Im Eifer des Gefechts. Kloppen wir hier mal Stein ab. Kohle. Noch mehr Kohle. Kann wieder Steine und Sand brennen. Erstmal weiter frei. Ja. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Zack, ist auch bald wieder um. Müssen uns wieder Werkzeug machen gehen. Ups, nicht fallen. Habe ich es mir doch gedacht. Okay. Das heißt, jetzt brauchen wir erstmal Werkzeug. Jetzt haben wir ja unseren Gang hier. Brauche ich also nicht oben rumlaufen. Dann können wir eben zum Eisen. Ups. Eisen, wo bist du? Da. Holz haben wir. Dum di dum. Und Stickies. Naja, okay. So, machen wir direkt zwei. Dann haben wir nur noch zwei, egal. So. Dann lassen wir die jetzt auch mal auf Tasche. Ist schon wieder fast gelb. Gut. Zack, nach unten. Tür zu. Dumm, die dumm, die dumm. Dumm, die dumm, die dumm. Und zack. Da sind wir wieder. Hier hoch, da hoch, da hoch. So, Rest abkloppen hier. Fangen wir hier schon mal an, als tiefer zu gehen. Okay, dann legen wir uns jetzt den Gang ein bisschen frei, aber das macht ja nichts. Dann gehen wir halt später in den Gang rein. So, hier wollte ich aufhören, ne? Genau. Ach ja, das ist natürlich jetzt äußerst spannend. Ich gebe es zu. Aber was muss, das muss. Wenn wir einen Keller haben wollen, oder ich vor allem einen haben möchte,
kommen wir um die Arbeit nicht drum rum. Vor allem haben wir ja genug Cobblestone zum Bauen dann und zum Brennen. Das ist doch dann schon mal alles sehr praktisch. Gut, aber damit ich ein bisschen Abwechslung reinkriege, gehen wir uns jetzt mal das Glas holen. Die dumm ist nämlich fertig. So, so, so. Oh, acht Eisen wieder. Sollen wir die direkt mal brennen? Holen wir das restliche Eisen. Das sind nochmal 15. Und 8 sind 23. Kohle haben wir was denn dazu. So, Cobblestone können wir erstmal wieder wegtun. So, was machen die Saplings denn da? Nee, warte. Dreck. Ach, wir haben doch Dreck hier gehabt. Wieso habe ich denn dann vorhin Dreck abgegraben? Mann. Ich bin ja auch schon wieder total verpeilt. So, ihr habt das bestimmt schon gesehen und habt euch ausgelacht und gedacht, Mann, ist der blind. So, 23 sind 8, 16, 24, also drei Stück müssten lang. Genau, Glas. Nee, Türen wollte ich noch ein paar machen. Da brauchen wir nämlich auch zwei Stück wieder. Zwei, und es wird schon wieder dunkel. So. Das Glas brauchen wir, das Holz brauchen wir erstmal nicht. So, einmal, zweimal. Und wenn es dunkel wird, schlafen wir direkt. Zack, zack. Dann können wir frisch ans Werk. Gehen, gehen. Und los, da sind sie schon wieder, die Grünen. Ich wusste es doch. Gehen wir hier außen lang. Nicht gesehen. Tonnenweise Spinnen höre ich. Und irgendwas anderes. Ach, wieder ein Enderman wahrscheinlich. So, hier haben ja noch zwei Glas gefehlt. Zack, zack. Dann haben wir da auch dicht. So, hallo Schaf. Da wacht ein Grüner am Tor. Ach, Menno. Dass wir die nicht loswerden, das ärgert mich. Ich weiß genau, dass die mir immer wieder ein Loch in das Dings brennen hier. Na komm her. Zack. Und zack. Boah. Endlich mal. Meine Güte. Gehen wir mal rechts und links gucken, ob da nicht noch so ein Grüner ist. Verstecken sich nämlich gerne im Laub. Die wissen nämlich, dass sie grün sind. Dass man sie da schlecht sieht. Die sind ja nicht doof. Die tun nur so. So, Glas. Zack, zack, zack. Zack. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Zack, zack. Und Tür von innen. So, haben wir da auch schon mal zu. Und ab zur nächsten Tür. Ich hoffe vor allem, da kommt jetzt keiner mehr. So, gut. 2, 3, 1, 2, 3 und 1, 2, 1, 2, 1, 2 und Tür. Ja, Tür. So, dann haben wir die Kugel schon mal dicht. Jetzt habe ich hier wieder ein paar Fackeln. Machen wir uns direkt wieder Licht. Überall, wo ich noch nicht war. Wieder einer. Ja. Ach komm. Wenn ich dich haue, kriege ich mindestens deine Punkte. So, war das schon wieder so dunkel da, dass der nicht mehr verbrannt ist. So, irgendwann werden wir es dann hoffentlich auch schaffen, hier mobfrei zu sein.
muss ich schon wieder, aber ich glaube, die sind diesmal unter mir. Also es hat auch Nachteile, den Ton jetzt direkt auf dem Ohr zu haben vom Spiel. Weil dann brüllen einen die Monster direkt ins Ohr, was ich vorher ja nicht hatte. Da hatte ich es einfach nur über Lautsprecher. Aber naja. So. Ich hoffe, es ist jetzt langsam mal hell genug hier. Dass hier weniger oder keine Mobs mehr spawnen. So. Gut. Ja, können wir mal wieder in den Keller gehen. Machen wir da noch ein bisschen fertig. Das ist doch riesig. Naja, den Keller mache ich, glaube ich, nicht ganz so groß. Oder ich mache ihn später größer. Gucken wir mal. Ah! Was machst du denn hier drin? Wie kommst du denn hier rein? Hallo? Wie kommst du hier rein? Hallo? Wie kommt die hier rein? Ist die hier drin gespawnt? Fackeln anbringen. Ist hier drin gespawnt? Kann ja nur. Jetzt habe ich mich auch wieder erschreckt hier. Meine Güte. Zum Glück bin ich noch voll gefuttert. Stört mich das jetzt nicht weiter. Ja, Steine kloppen, äußerst spannend, ich weiß. Aber ich kann es gerade nicht ändern. Habe ich zufällig Stickies habe ich dabei. Kohle habe ich auch ein bisschen dabei. So, machen wir jetzt nochmal Fackeln. So, dann habe ich aber jetzt keine Kohle mehr. Aber ich kann mindestens direkt Licht machen, dass hier nicht nochmal was spawnt. Das wäre nämlich äußerst ärgerlich. Eigenen Bruder hier Mobs zu haben. So. Ach ja, okay, ich wüsste gerade nicht, was ich erzählen soll, das ist das Problem. Ach ja, wir haben ja Weihnachten, genau. Da ich jetzt schon was länger aufnehme, ist das bestimmt schon der zweite Weihnachtstag oder vielleicht noch der erste. Da würde mich ja schon mal so ein bisschen interessieren, was ihr so an Geschenken habt und kriegt. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr Lust habt, was ihr euch denn so gewünscht hattet und ob ihr das auch bekommen habt. Und da bin ich ja schon mal ein bisschen neugierig. Ja, was ich mir selber gewünscht und geschenkt habe, das habe ich ja euch schon am Anfang erzählt, dass ich zum Beispiel meinen PC mal ein bisschen aufgerüstet habe und dass ich dann dadurch auch ein bisschen besser aufnehmen kann und hoffentlich auch ein bisschen schneller rendern kann und einfach ein bisschen mehr Spaß an der Freude haben kann mit dem ganzen Aufnehmen und so, was mir ja im Prinzip wirklich Spaß macht, aber wenn das dann das Bearbeiten nachher alles dann doch so anstrengend ist oder war, wie es war, dann werde ich jetzt in Zukunft ein bisschen mehr Freude haben. Da gehe ich doch mal stark von aus. So, wie viel muss ich da rein? Weiß ich jetzt gar nicht, muss ich gleich gucken. So, dann hüllen wir jetzt nur noch die Ecke hier eben aus. Und dann überlegen wir uns schon, wie wir hier einrichten. Auf jeden Fall möchte ich... Ups, schon wieder kaputt und ich habe kein Eisen. Doch, ich habe noch eine. Und ich möchte nämlich schon relativ viele Kisten haben, dass wir ordentlich sammeln können und alles schön sortiert haben. Ich neige eigentlich immer dazu, nicht sehr ordentlich zu sein. Ich möchte mir aber fürs Let's Play vornehmen... die Kisten schon geordnet und sortiert zu haben,